Viertens. Rote Materie. Sie begannen, rote Kollapsmaterie in die Galaxienknoten zu injizieren. Der errechnete Effekt trat ein. Die expandierenden Getüme zuckten und zogen sich getroffen im Todeskampf zusammen, blähten sich dann nochmals spuckend und prustend zu Supernovae auf, zerplatzten. Viertens, rote Materie. Sie begannen, rote Kollapsmaterie in die Galaxienknoten zu injizieren. Der errechnete Effekt trat ein. Die expandierenden Getüme zuckten und zogen sich getroffen im Todeskampf zusammen, blähten sich dann nochmals spuckend und prusten zu Supernovae auf und zerplatzten schließlich wie Seifenblasen, wobei der Großteil ihrer hässlichen Dunkelmaterie kollabierte, sich zusammenknüllte und dann sich in sich selbst verschluckte. Mit einem Schattenlichtblitz hauchte die ephemere Entität ihre letzten Seufzer aus und alle Indizien einer gewesenen Existenz waren verglommen. Ein Telepathat mit der Anderseite bestätigte, dass durch solche Subraumimplosionen die flüchtige Lichtenergie wieder dorthin zurückkehrte, von wo sie entflohen war. Der Nexus bekam auf solche Weise seine verlustige Energie zurückerstattet. Das Ganze war doch eine ziemliche Schufterei an Fleißarbeit. Man hatte errechnet, dass etwa 150 Milliarden Lochrissstörungen in analoger Weise zu behandeln wären, welche zudem aus jeweils 150 Milliarden Einzelklecksen sich zusammensetzten, welche Fixsteppunkte genannt wurden. All diese Irregularitäten im lichtenen Nicht-Subraum-Kontinuum mussten nach und nach behandelt werden. Man hatte zu tun. Das Penetrationsverhalten von roter Materie war Neutrinos ähnlich, aber deren Wechselwirkungen waren ganz Neutrino-untypisch. Weiße Neutrinos verhielten sich vollkommen träge und gelangweilt, wenn sie Materialisierungen begegneten, die sie, ohne Widerstand zu erwarten, durcheilten. Nicht so rote Materie. Diese stürzte sich mit begierlichem Heißhunger auf alles, was von Seienden war. Sie umhalste, umarmte und umschlang diese, vereinigte sich garst mit diesen und brachte das Vereinigungsprodukt und damit sich selber zuletzt dazu, sich in Nichts- und Restenergiestrahlung aufzulösen in einem grandiosen Untergangsfeuerwerk. Womit wiederum nicht zu rechnen gewesen war, war, dass im Moment des Implosionsvorgangs der Supernovae winzige Spritze der roten Materie davongeschleudert wurden. Da es sich beim roten Kollapskatalysator um Subquark-Quantenkorpuskulanten mit neutrinoähnlichen Eigenschaften handelte, konnte keine noch so hochgezüchtete Schutzbarriere deren Penetration verhindern, wenn sie mal entkommen waren. Deshalb wurden auch die Lichtgesandten von Restdosismengen der roten Materie durchwandert. Das war freilich eine nicht so harmlose Nebenwirkung der Behandlung. Zwar ereigneten sich nur ganz selten Kontaminationsunfälle, so beispielsweise, wenn eine Detonation nicht ganz genau symmetrisch berechnet worden war, weswegen da nicht alle Supernovae-Partikel in sich selber sich vernichteten durch Zusammensturz ineinander, wobei sie sich ihrer selbst restlos aufgehoben hätten, inklusive der kataklystischen roten Materie. Dementsprechend entkamen manchmal ein paar Femto- oder Atopikogramm des roten Stoffes, was sich nun wie ein, wenn auch sehr verdünntes, dennoch immer noch äußerst gefährliches Gift auf die Lichtabgesandten selber auswirkte. Dies wurde im Verlauf der Äonen nämlich bemerkt, als sich Strukturdefekte in ihrer Materie zu kulminieren pflegten, welche sich nur als Effekte von roter Vergiftung erklären ließen. Das warf die Lichtwesen doch wieder für eine kleine Weile aus ihrer Bahn. Sie mussten sich eine neue Modifikation einfallen lassen gegen diese neuen Wechselzufälle ihres Exilschicksals.